Im Gleichschritt zum Erfolg, unter Leitung von Trainer Horst Bär, der eisern sein Regiment führt, zeigt sich die TSG Bremerhaven als geschlossene Einheit. Horst Bär kommt gern nach München. In der Olympiahalle erlebte er seinen ersten großen Erfolg. Vor 20 Jahren habe ich hier mit meiner Mannschaft, mit der TSG Bremerhaven zusammen, das erste Mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Wir sind gut drauf. Wir hoffen auch diesmal wieder zu gewinnen. Nein, ich bin eigentlich sogar sicher, dass wir gewinnen werden. Nach einem enttäuschenden dritten Platz bei der Europameisterschaft folgte der Sieg im Oktober bei der deutschen Meisterschaft. In München wollen die Bremerhavener natürlich wieder neue Maßstäbe setzen. Mit einem jungen Team, Durchschnittsalter 22 Jahre, setzt Bär auf noch mehr Tempo und Dynamik. Das Programm ist mit Höchstschwierigkeiten gespickt. Das neue Motto, mit dem die TSG den Titel bei der deutschen Meisterschaft gewinnen konnte, Power and Glory. Bärs Zuversicht quittierten die Tänzer in der Zwischenrunde mit einem tadellosen Vortrag. Hier bereits das zweite Roundabout zu Samba-Rhythmen. Also jede Menge Grund zur Freude.